Ein sprechendes Pferd, Roboter, Paradiesvögel, seltsame Figuren. Der 35. Mai ist ein einziges Chaos. Erahnen kann das der Zuschauer vielleicht schon anhand des Titels des neuen Jugendtheaterstücks am Mecklenburgischen Landestheater Parchim. Inspiration war ein Kästnerscher Kinderroman aus dem Jahre 1931. Die Sorgen der Schüler von damals sind auch heute noch aktuell. Konrad, der Protagonist des Stücks, soll nämlich einen Aufsatz schreiben. Das Thema könnte schwieriger kaum sein. Meine Figur soll die Fantasie finden, weil er soll ja diesen Aufsatz über die Südsee schreiben, hat aber keinen Plan, weil er einfach keine Fantasie hat. Und Aufgabe ist es eben, dass er die Fantasie findet für sich selber. Mit der quirligen Tante Ringelhut und dem sprechenden Pferd Necro Caballo geht es auf die abenteuerliche und herrlich absurde Reise. Das Ziel, die Südsee. Der Weg dorthin ist aber wie so oft viel wichtiger. Mit dem fantasievollen Stoff konnte sich das Ensemble des Theaterjugendclubs Parchim so richtig austoben. Viele verrückte Rollen waren zu besetzen und immer durften auch eigene Ideen mit einfließen. Spaß macht mir diese Rolle vor allem, weil eigentlich alles erlaubt ist. Ich kann total verrückt sein, total laut, komisch lachen und ganz viele neue Witze dazu einfinden, was halt bei ernsthafteren Stücken weniger möglich ist als hier. Und das macht wirklich großen Spaß. Fantasie ist auch von den Zuschauern gefragt, denn das zusammengewürfelte Trio wechselt von einer Welt in die nächste. Und jede ist verrückter als die vorhergehende. Das Schriftwerk sogar ist noch viel chaotischer. Also es ist wirklich, es ist natürlich, wenn man diesen Wechsel hat von einer Welt zur nächsten Welt und dann wieder zur nächsten Welt, das ist was für ein Buch oder für einen Film. Das ist auf dem Theater dann halt schwierig. Und deswegen arbeiten wir dann gerade mit offenen Umbauten und machen es bewusst, dass es ein Bühnenbild ist. Und man immer im gleichen Bühnenbild spielt und durch Musik und durch Licht verändert sich es dann. Aber es hat uns schon einiges an Konzentration und Einfallsreichtum gekostet, da ranzugehen. Etwas Ordnung ins Chaos bringt die musikalische Untermalung von Jan-Erik Meyer und Hannes Gaulke. Jan-Erik absolviert am Mecklenburgischen Landestheater sein freiwilliges soziales Jahr. Der 35. Mai war noch einmal Gelegenheit, sich in einer anderen, unterstützenden Rolle auszuprobieren. Die Gitarre, die am Anfang läuft, ist von Johnny Cash, We'll Meet Again. Also abgeguckt in diesem Sinne. Dann bei der Übergangsmusik ist es natürlich die linke Hand von Ray Charles, fiel mir der Name gerade nicht ein. An sich ist es, man nimmt was Bekanntes, was man irgendwie im Ohr hat, fragt sich, das hört sich ja ganz gut an, das kennen die Leute, das mag man auch, das ist ganz groovy und liegt gut im Ohr. Und dann setzt man sich ran und es ist an sich eine Spielwut am Klavier oder auch an der Gitarre oder am Synthesizer und Laptop. Und je mehr man sich da reinsteigert, desto mehr entsteht da neben dem Bekannten. Und an sich, auch wenn da vieles dabei ist, was nicht aus unseren Köpfen kommt, möchte ich doch sagen, dass doch alles eigentlich irgendwie geschaffen wurde von uns. Die Zeit am Mecklenburgischen Landestheater Parchim ist für Jan-Erik das Sprungbrett in die Schauspielkarriere. An der renommierten Ernst-Busch-Schauspielhochschule in Berlin wird er die nächsten Jahre studieren. Egal ob Berufung oder Hobby, der Theaterjugendclub Parchim ist ein Magnet für junge Talente und Schule für große Bühnen im Theater und im richtigen Leben.